meistens immer lustig, wenn du den Part immer an der Stelle startest. Was? Wie? Du startest den Part immer an der Stelle. Du stehst immer da beim Schild rum. Ja. Und wir nehmen auch schon seit 10 Sekunden jetzt auf. Hallo. Hallo. Mein Navigationssystem ist startklar. Ja, ist bereit. Jetzt wird sich den letzten Stern hier widmen. Da die letzte Welt ja eigentlich doch relativ einfach zu sein scheint, will ich, glaube ich, da mal keine Tipps haben. Bei den roten Münzen keine Tipps haben? Nein, ich meine bei der Bonuswelt meine ich jetzt. Achso, da bei der Bonuswelt. Und dann musst du schnell selber suchen gehen. Na, das klappt schon irgendwie. Wir hatten nebenbei irgendwo vorhin aufgehört, über die Welten zu reden. Bei welcher Welt waren wir eigentlich gerade? Ich habe dich zuletzt gefragt, in den Schallablästen. Genau, was gab's denn noch sonst noch? Es gab nur Welt 10. Das ist die Strandwelt. Die Strandwelt. Die war eigentlich auch okay, wobei ist mir einfach missfiel wie die Kamera unter Wasser, aber gut, dagegen kann man leider wirklich nichts machen. Ich fand, also vom Design her war die top, aber von der Schwierigkeitsgrad war die fail. Ja klar, vom Design her war die super, aber halt eben der Schwierigkeitsgrad war eigentlich sehr einfach, wenn du weißt, was du machen musst. Und wenn man, Schalter auch finden würde, nicht so wie ich, und ja, Schalter übersieht. Und dann ewig lang versucht, irgendwas zu schaffen, was nicht möglich ist. Wobei, es wäre möglich, aber ja, da kommen wir an diesen Punkt, was ist pixelperfekt und was nicht. Jo, schon. Nebenbei, was mache ich da eigentlich gerade? Ich fand die Strandwelt im Original schwerer. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, doch, die 100 Münzen zu sammeln, denke ich mal, schon schwieriger gewesen. Ne, also das fand ich eigentlich auch nicht so unbedingt. Das einzige Schwierige an der Strandwelt bei den 100 Münzen war, ist einfach den blauen Münzschalter zu kriegen. Das war das einzige Schwierige. Ja, bei der jetzigen Strandwelt gibt es eigentlich keine wirklich schwierige Mission. Doch, das unter Wasser finde ich schon relativ schwierig. Ich nicht, das bekomme ich aber immer ganz gut hin. Da brauche ich keine Save-States. Na, aber bei mir war es schwierig wegen der Sicht. Ich habe da wirklich Probleme gehabt wegen der Sicht. Man muss doch Z gedrückt halten und Z gedrückt halten und schwimmen. Ich habe bisher jetzt zwei rote Münzen, das ist richtig bisher, oder? Ja. Okay. Da ist noch eine, die sollte ich in der Lage sein zu kriegen. Ach. Die war billig. Warte mal, kann ich denn von da unten wieder hoch? Ja. Das kannst du. Ich bin leider zu schlecht dafür. Das ist ein Problem. Gut, der einzige Stern, der eventuell doch ein bisschen nerviger ist in der Strandwelt, ist der heiße Stangentanz, aber sonst. Ja, also ich fand die Strandwelt okay. Nebenbei ist da noch was, wenn ich kann da jetzt eigentlich so unten rein. Das ist eine rote Münze. Was? das ist die dümmste. Wow. Luke Miller, du bist unglaublich. Und Invisible Ball. Oh nein, die werde ich nutzen. Wo ist die? Im letzten Part nochmal, also beziehungsweise der letzte richtige Hardcore-Stern nochmal, die Invisible Ball kommt zurück. Nee, wo ist die Invisible Ball? Ich will die nutzen. Da. Da ist sie. Sicht, ey. Ich krieg das nicht hier mit der. Ach Gott, ey. Und bei das halte ich für den Welt schlau eigentlich. Hier ist so. Genau, das finde ich gut. Dass man da nicht abholt an der Wand, aber. Oh, geht doch, aber. Okay, das kann man bestimmt nutzen, so. Okay. Wo ist sie? Ich will das hinkriegen, aber gut, lassen wir es aber jetzt mal hier. Okay, gut. Dann, wie fandest du die staubige Geschenkgerüste? Also die tote Welt. Ich persönlich mochte sie jetzt nicht, aber es waren ein paar interessante Sachen dabei. Ich mochte sie. Toll, die Atmosphäre so toll. Ja, also wie gesagt, also ich persönlich mochte es vom Spielen her. Also es hat mir nicht wirklich Spaß gemacht, die Welt zu spielen, aber sie hatte was. Wir sind einzig was nervig von den roten Münzen. Die roten Münzen? Nein, ich fand die 100 Münzen aber auch nervig. Gibt doch nur 106.
Ich kann mich mit Welten, die so wenig Münzen haben, aber nicht anfreunden. Okay. Die Strandwelt hat mit dem Spiel nur 12 Münzen. Ja, das waren viele. Warum eigentlich? Keine Ahnung, aber man wollte halt mal ein bisschen netter sein, was die Strandwelt angeht. Joa. Das war aber dann doch schon mal zu nett, denke ich mal. Ja, gut. Das liegt vielleicht im Auge des Betrachters. Ja. Und ich finde das jetzt sehr großer Welt. Die war auf den ersten Blick hin im Vergleich zu dem, was früher alles kam, schwer. Aber eigentlich im Grunde war es einfach. Ich mochte die überhaupt nicht. Also nicht, also vom Schwierigkeitsgrad jetzt nicht. Die war einfach, aber die waren der nächste Teil. Tat ich es auch nicht, aber es war okay vom Spielen her. Ja. Da ist der Widerspielwert ein bisschen wenig. Was ist? Der Widerspielwert bei der zweiten Bosa-Welt ist ein bisschen gering. Wieso ist da oben eine rote Münze einfach so an der Wand? Da ganz da oben rechts sitzt. Da ist eine Brücke. Gefällt mir jetzt schon nicht. Das ist einfach. Du musst etwas nur die Brücke, dann musst du halt nur zur Wand springen, Wandsprung machen, zurück zur Brücke. Warte mal. Wie mache ich das da? Also du musst die... Da ist ein Loch halt. Das, du musst die Münze bekommen und dann halt links zum Loch hoch. Zum Loch hoch? Das Loch, also neben diesem Loch halt. Unter dir. Hier, da. Du musst die Münze bekommen. Du hast fast verkackt schon. Du musst die Münze bekommen und dann einen Wandsprung zur anderen Wand, zur linken Wand machen, dann da zum Loch hoch. Okay. Was dachtest du denn, wie das geht? Ich hab mir bisher noch gar nichts dabei gedacht. Ach so. Ich nehm das mal. Super. Mini Mario. Oh Gott. Hast du einen Sicherheitstester gemacht gehabt? Yep, hab ich einen. Okay. Also wo muss ich jetzt hin? Zu der Wand, wo der Block ist. Und da wird Wandsprung hochgehen. Da ist extra so ein Teil da unten, so ein dickeres, eine dickere Wand da untergezogen worden. Ja, und dann musst du halt die andere Wand benutzen, da ist, und dann zum Loch hoch. Ich spring da einfach mal lang. Ja. Ja, diese Sicht drehe ich nicht so, ich hasse das. Okay, gut, wie fand das bei 12? Die Vollerklippe? Folterklippe, die war eigentlich interessant, aber ich kam aber nicht mit den Wandsprüngen zurecht. Ich kann nichts wollen. Ich finde immer, ich finde welche, mit denen wir umgedreht sind, immer cool. Moment, was macht man da, meine Güte? Ja, nein, das ist gleich einsichtig. Und wie findest du Welt 13 weg? Ah, warte mal ganz kurz, ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, das war die Säure-Dinger da, ne? Ja. Ich fand's eigentlich, weiß nicht. Es war eine komische Welt, muss ich sagen. Ich fand's zu easy. Ja, sie war im Vergleich zu der 12. Welt meiner Ansicht nach zu einfach. Vor allem, es ist Welt 13, es war mal Virus einfach, Welt 13. Die einzige schwere Stelle, die war zum Bombenbruch gehen. Zum Bombenbruch? Ja, wo das Holzgerüst da war. Ach so, ja genau, stimmt. Das einzige schwere. Warum mache ich da einen Schnappattacke? Weil du es kannst. Ich sollte mir diese Frage wirklich öfters stellen. Ja. Ach Gott. Ich frage mich, warum Lagmilla die meisterhafte Herausforderung rausgenommen hat. Die was? Die Herausforderung? Ach stimmt, nee, passt schon. Anstatt der meisterhaften Herausforderung, also war das im Original das eine Level da, wo du manchmal machen musstest. Ja, da ist jetzt ein großes Level draus geworden. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Welten, die benutzen dann das.
Aber vom Spiel halt, vom S64. Naja, also anscheinend kann Skelux Star die ja irgendwie kaputt machen, die Begrenzung. Ja. Weil er ja irgendwie alles kann. Das Gott in Super 64. Hacken. Kann alles. Ich gerade ein Problem hier finde, das ist einfach die Kamera, das ist einfach gerade unmenschlich. Die Kamera ist toll. Das zieht schon mal wieder die meiste Zeit hier wieder weg. Aber das ist die schwerste rote Münze, meinst du? Das ist die schwerste rote Münze. Okay. Und es ist noch der einfache Part, es kommt gleich noch schwuler. Was? Jetzt kommt gleich eine Stelle, die ist ziemlich doof. Ist der jetzt schon schwer genug? Das ist einfach. Ach Quatsch. Zum Gegenteil, was du jetzt gleich machen musst, ist einfach. Lüge, alles Lügen. Immerhin, positiv, du kannst da von unten mal sehen, richtig. Ich meine, ich komme da nicht. Positiv, der Grund. Ich komme da nicht dran. Ja. Ich meine, du kannst den Grundriss von der Welt sehen. Dieser Grundriss ist mir so scheißegal, weißt du das? Und die rote Münze oben lacht dich auch aus nebenbei. Alter, das ist echt ehrlich. Alter, die dreht sich so geil. Die dreht sich mal so. Ah du, Himmel, Herrgott, sakra Sicht. Ich finde das halt irgendwie toll, wie die Sicht dreht. Schade, hat nichts gebracht. Kann ich da nicht irgendwie wieder raus? Nein, das ist viel zu hoch. Okay, warte mal ganz kurz, welchen selbst hätte ich dafür benutzt? Den hier, ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, sogar einer der schwersten roten Münzen im gesamten Spiel. Oh Mann. Ach ja. Diese rote Münze ist so toll. Das ist die Stelle, warum ich das, Level nicht so, wie ich mochte. Auf jeden Fall diesen Abschnitt, wenn ich halt. Immerhin, die Musik ist toll. Ich kann mich mit der Bomberman 64 Musik nicht anfreunden. Ich finde die toll. Ich weiß, ich hätte mir Besseres für diese Welt vorstellen können. Okay. Wobei ich spontan nichts nennen kann, weil ich keine Ahnung habe, was es alles schon bei Mario 64 Musik gibt. Ich könnte jetzt auf SMW, also mal Central gucken, aber nee. Sag mal, kann der auch mal nicht dieses Ding berühren? Ja, kann er. Aber er findet die Wand so magisch. Er trifft einfach nur die Wand. Ja. Vielleicht will er auch Händchen halten mit dir. Ach endlich, jetzt komm ich mal da runter weg, ey, weil das bringt mir leider dann auch nichts hier. Also jetzt ist fast geschafft und die rote Münze musst du auch noch mitnehmen. Ah, Mann, 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 Sprung. Das ist der F7-Pass, der noch funktioniert auch. Ja, die wird das auch besser tun, ey. Ich hab hier für dieses dumme diese Tastatur, glaube ich. Gut, ich hab nichts dafür gezahlt, aber das Teil ist sau teuer gewesen. Okay. Mehr hast du nur 40 Euro gekostet, ungefähr, glaube ich. Das ist eine Logitech G110, glaube ich. Wie auch die Nummer mehr noch war, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr, was das du heißt. Das ist auf jeden Fall komisch. Was ist denn der Name? Nee, nicht die Form ist komisch. Die Tastatur. Die ist nicht einfach recht, die ist gewölbt, ist gebogen. Nee, die ist ja überhaupt nicht gebogen eigentlich. Ja, meine ist ach so gewölbt. Ach so. Also ich dachte, das ist deine. Ja, ja. Ach komm schon. Diese Münze, ich hab keine Lust auf die, ey, ehrlich. Deswegen finde ich diese Welt ein bisschen ankotzig. Meine Güte.
Kannst du dir so einen Vorschul-Button hingeben? Dir leider nicht. Aber hey, wir sind erst 15 Minuten in der Aufnahme, also... Wow. Das ist nicht so schlimm jetzt hier. Ja. Sind mir viel länger vorgekommen. Ja, wie schnell die Zeit doch vergehen würde, wenn man Spaß hätte, aber... hat man leider nicht. Ja. Ich denke, die Leute werden die Musik schon wieder mögen, die im Video gerade kommt. Wirklich? Ja klar, ist die Musik macht ja gerade wieder hier so diese Endlosschleife. Ach so. Hat sie gerne schon gemacht bei mir bisher. Hat sie das voller Clip auch gemacht oder Fall? Ach, ey. Du magst sie zumindest gar nicht, ne? Nee, nicht so wirklich. Kann das nicht einfacher sein? Nein, es ist die letzte Welt. Also die rote Münze hätte echt nicht sein müssen. Hey, diese rote Münze macht das aber schwer. Das ist richtig schwer. Das ist das Stäbchen nicht getroffen. Ja. Das kann man nur nicht treffen. Das ist viel zu cool. Ich behaupte, man kann es nicht treffen. So, meine Behauptung steht jetzt. Spiel, beweise das Gegenteil. Okay, was ist das mit umgekehrten Psychologien hier? Aber ich denke, ich weiß jetzt, wie ich das ungefähr anstellen muss, damit das Ganze funktioniert. Aber ich hatte mir noch keine Ahnung, was da jetzt noch Schweres kommen soll. Das Gleiche, das ist noch cooler dann. Ich werde gleich sehen, was noch so wunderschön an dieser Sache hier ist. Das wird so toll. Wenn ich jetzt das Zelos direkt machen muss, ich glaube, das wirst du nicht schön finden. Ich will erstmal hier weiterkommen, dann schaue ich mir den Rest. Ah, komm schon, das trifft man einfach nicht. Geht sich auch aus dem Open CCX Multiplayer? Ja, genau. Da muss aber einer die Save States auf dem Emulator dann zu laufen bringen, irgendwie. Ey, so Save States? Das Problem ist halt, du stirbst da, wenn der Kamerad, wenn einer stirbt, sterben beide. Zumindest bei manchen Situationen. Egal. Dein Emulator hängt sie vor. Ich triff das nicht, das geht nicht. Ich hab nicht genug. Ich bin nicht. Ah, gerade eben ganz kurz. Ach, meine Güte. Was dran? Meine Güte. Das war haarscharf. Hey, genau. Wir bekommen Step, du warst nah dran. Ja, der Pokémon-Kerl. Warum Z? Kein Mensch will Z drücken, nicht hier. Ah, dieser Z-Knopf. Irgendwann brauchst du noch auf den Gamer drauf. Ich brauche ein anderes Gamepad, ey, das gibt's nicht. Was ist eigentlich für ein Gamepad? So ein Xbox 360 Ding. Okay. Anscheinend doch keine gute Wahl für mich. Kannst du einen normalen Nintendo 64 mit Nintendo 64 Controller mit Adapter nehmen? Ne, bloß nicht. Alle meine Nintendo 64 Controller sind Schrott. Man, danke Mario Party. Aber die 1? Ja klar, das Spiel. Gibt's auch so ein lustiges Spiel, was Paddel gedaddelt hast? Ja. Das Horror auf jeden Joystick.
Mario Party 1, das Spiel, das Joystick auf dem Gewissen hat. Hier mit Paddel gedaddel. Drehen. Ich bin gerade auf Save State 4. Okay, nehme ich den. Okay. Und jetzt, er macht keine Wandsprünge mehr. Warum das? Okay, jetzt geht's wieder. Ich hab Bock mehr. Und das muss ich hier machen? Da ist, ja, schwer zu sagen. Rechts ist es, wenn man links auf jeden Fall ist eine Plattform stehen kannst. Du musst nach... Ist es schwer zu sagen, die kann man sich mit drehen. Er muss es links, ist es rechts. Ja, da muss auf jeden Fall, da wo du hingelaufen bist, da musst du hin. Wo du hingesprungen bist, in die Richtung. Auf jeden Fall nicht in die Richtung, in der gegengesetzte Richtung der Block ist. Warte, ich bin vom Block weg. Du bist vom Block weg. Ach warte, ich glaube, ich habe es gerade gesehen, was du meinst. Ja. Das sind für mich stehen das Boden. Okay, okay. Aber das ist nicht sehr einfach und spielerfreundlich, weil diese Kamera so ein liebenswürdiges Menschlein ist. Ja, Kamera ist toll. Ah, danke schön. Jetzt kommt doch eigentlich Spaß. Was muss ich denn machen? Du schau erstmal runter schon, ne? Ich sitze hier runter, siehst du dieses Stäbchen da, ne? Beim Block, also was da ein bisschen rausgeragt von der Wand ist, ne? Dieser kleine Wand Rausragungszeug da, oder was ist links da ja. Jetzt? Ja, sieht man nicht. Ja, okay, was ist damit? Und rechts von dir ist ein Stäbchen, wo du so stehen musst, ne? Ja, gleich sehe ich. Du musst mit Wandsprüngen jetzt von dem Dingens da zu dem Stäbchen da und dann zurück auf den Block. Also von links nach rechts und dann nach links. Ja. Okay. Kann ich auch schon mal hier Safe State machen, das ist schon mal gut. Du musst jetzt wieder auf den Block, wo die ganzen Feuerdingen waren. Und jetzt genau hinter dieser Wand. Und das ist schwer. Also ich find's schwer, diese Stelle. Du wirst gleich sehen, warum das schwer ist. Also du wirst gleich sehen, wer das andere Ding weg ist. Moment, das klappt schon. Man muss halt so einen super Wandsprung hinkriegen, ne? Ja. Richtigen Winkel. Ach, den habe ich schon, denke ich. Sage aber jetzt mal hier so. Okay. Okay. Schade. Naja, so einen Winkel soll es nicht haben. Es geht aber darum, ich muss mal diesen tollen Wandsprung jetzt hinbekommen. Das ist mein Problem. Ja, ich muss auch in der richtigen Höhe drücken dann. Ja gut, okay, das aber sonst... Okay, ich bin ehrlich, für mich sieht's nicht so schwierig aus. Okay, 10 Stunden später. Du brauchst nicht mal so einen tollen Wandsprung, das geht auch ohne, glaube ich. Okay. Könnte tatsächlich gehen. Bin mir nicht sicher. Aber leider bin ich zu schlecht dafür. Auf jeden Fall, jeder, der es gespielt hat, macht es auch so. Von daher, eigentlich mal, dass es der gedachte Weg ist. Wie gesagt, ich hätte das alles niemals rausgefunden. Deswegen hast du ein Navigationssystem mit. Ich habe ein Lösungsbuch dabei. Ja, komplette Lösung, die reden kann. Man muss aber auch eine bestimmte Geschwindigkeit haben, um überhaupt so einen schnellen Wandsprung hinzubekommen, oder? Ja. Die scheine ich nicht zu haben. Ja. Wie gesagt, ich finde es arschig. Ah, meine Güte. Meine Hand, sie bedankt sich für dieses Spiel.
Und danach kommt nichts so Schwieriges mehr oder ist danach immer noch schwierig oder? Danach ist putzig. Ganz putzig, okay. Ja. Die schwerste rote Münze. Na, wunderschön. Die schwerste rote Münze spielt, glaube ich sogar. Ich kann mich an keine erinnern, die das toppen könnte bisher. Jo. Man muss sie aber zugute heißen, das sind Ideen, auf die kein Mensch kommen würde. Ja. Also wo Maschinen geliefert vorhin? Venenosphäre ist das nächste. Was? Ja, Venenosphäre ist das nächste. Was war das? Ich fand's okay, aber ich bin ehrlich der Meinung, dass eigentlich die Venenosphäre schwerer als die Grudelosphäre war. Das einzigste Unterschied zwischen den beiden Welten war aber halt, dass die Grudelosphäre bei mir zumindest länger gedauert hat. Ich finde Venenosphäre viel einfacher. Wirklich? Fand ich jetzt nicht so. Ja. Ich persönlich fand aber, dass die Grudelosphäre an sich einfacher war. Nur eine einzige schwierige Stelle hatte. Ja, das ist meine Meinung. Okay, also ich hab da Venenosphäre nicht so viele Probleme. Ich hatte zwar wirklich im Endeffekt länger für die Grudelosphäre gebraucht, aber ich bin der Meinung, dass die Venenosphäre schwerer war. Okay. Ich bin zwar nicht der Meinung, aber egal. Das ist ja für jeden anders. Hey. Okay, ich denke, so mache ich das. Ja, genau so mache ich das. Das ist eine gute Idee. Das war die perfekte Ausführung. Ja, Venenosphäre kann wenigstens sogar Stände ohne Safe das holen. Ein Stern. Na gut, hätten wir. Aber bei der Grudelosphäre will ich nichts hinkriegen. Ja. Ohne Safe States. Es liegt aber auch nur an dieser einen schweren Stelle. Ja, ja, die ist schwer, sag ich dir. Die ich gleich am Anfang jetzt. Ja, die ist schwer. Ja. Und nicht so schwer wie die andere Stelle. Oh Mann. Jetzt gibt's diese Debatte wieder, welche Stelle ist schwerer. Ja, wer hat mehr Stimmen? Rote wird's ab. Ehrlich, was für komische Wandsprung ich da hinkriege. Ich krieg diese komischen Klitschwandsprünge da jetzt gerade irgendwie auszusehen hin. Okay. Gerade eben hatte ich einen, aber leider die falsche Höhe. Oh. Und fährst du immer noch einfach die Stelle? Ich habe nie gehofft, dass diese schwere Stelle da einfach wäre. Ich finde, zumindest ist angenehmer als die vorige Stelle, ne? Es ist momentan noch eigentlich angenehm, aber ja, wir sehen ja gleich, wann ich hier fertig bin. Ja. Ich hasse noch vor 24 Uhr. Ich hoffe doch. Weil immerhin, dann hast du es dann so gut wie fertig. Ich hoffe, dass der Emulator beim letzten Boss-Fight nicht so freeze wie bei mir. Freeze? Das so wie im Feuer wahrscheinlich, ne? Das ist so viel Feuer. Das ist immer bei mir hängen geblieben. Das ist auch vollkommen normal. Das macht er immer dann, wenn da so viel Feuer ist. Ja. Obwohl Lack mir geschrieben hat, dass ich der erste, also mir das erste Mal das Problem auftrat, dass der Emulator freest. Naja, das kommt auch teilweise auf dem PC an. Also wenn ein PC richtig stark ist, dann macht das dem gar nichts aus, aber... PC ist eigentlich ziemlich gut, denke ich mal. So schlecht ist er nicht. Nun, vielleicht hat Lukula Demons der PC. Auf der PC geht nicht mal Fraps. Ah, meine Güte, meine Hand, ey. Ja, läuft man sich dann über PC. Oh Mann, meine Hand, bisher tut sie weh. Wie viel Gigahertz hat eigentlich dein PC? Der, auch keine Ahnung, ich kann das später nachschauen, ich muss gucken. Okay. Ach, meine Hand tut so weh, ich kann schon fast nicht mehr spielen. Das geht's nicht. Warum bloß? Vielleicht weil da Wandsprünge verlangt werden. Mal A drücken muss. Ja, kann gut sein.
Mehr ehrlich, es müsste Muskeln aufbauen, weißt du? Fingermuskeln. Auch kein Mensch. Das wird doch irgendwie dumm aussehen, glaube ich. Ich kann meine Sprudelflasche auch gut alleine öffnen, ich brauche dafür kein Training. Ja. Nimm jetzt eine Mixflasche. Ja, die Flaschen, ja okay, die Flaschen auch, aber... Wenn das doch ein bisschen höher wäre, oder was da ist. So um 2 Meter. Obwohl höher wäre schlimm, oder? Oben. Wenn das andere steht, wenn höher wäre, dann wäre es noch unmöglicher. Es muss tiefer sein. Also ich hänge doch immer ganz kurz in der Luft an diesem, an der Wand da, ja? Wenn die etwas tiefer, wenn die etwas höher wäre, dann würde ich ja nicht hängen bleiben und dann... Achso, ich dachte mir das Stäbchen. Nee, das auf keinen Fall. Aber ich meine, wenn die Wand da etwas tiefer wäre, höher wäre, dann könnte ich einfach einfacher durchkommen. Ja, dort ist unsozial. Du kannst das Modell von, sag mal, klauen und da kurz mal sketchen, was es hört. Das ist tiefer, zu hört eben. Na klar, warum nicht? Chef, du lag mir nicht an, darf ich dein Modell klauen? Ja, muss ich doch, ich will doch die Super Mario für 70 Fussel-Wussel-Edition machen. Ja, hackst dich in sein PC rein und holst deine Modelle und gehst wieder raus. Was ist mit der Fussel-Wussel-Edition? Schon wieder, das ist unglaublich, was ich da für Wandsprung gerade mache, ey. Was ist eigentlich die Fussel-Wussel-Edition dann? Die würde uns toll werden, die würde einfach werden. Alles rosa, pink, gelb. Ja. Pinker Nebel. Blauer Schulterbelast? Ne, der ist jetzt pink. Ja. Das ist so pinker Nebel dann. Ja genau. Und Mario selber ist auch pink. Und Shen ist dann auch pink, alles ist pink einfach. Warte, muss man das eigentlich so machen, wie ich das hier gerade mache? So ähnlich. Was hast du da gemacht, um das da irgendwie einen Wandsprung hinzukriegen? Genau so wie du. Nur hat bei mir jetzt irgendwann geklappt. Also ich habe so an der Stelle halt Wandsprung gemacht, also an der Stelle habe ich Weitsprung gemacht, so wie du. Hab ich versucht Speed aufzubauen, dann bin ich in der Folge gegangen und hab irgendwann mal die richtige Höhe getroffen. Das Problem ist, ich müsste auch noch das mit dem Wandsprung kriegen, was ich leider nicht kann. Und das ist das Problem. Wie gesagt, diese Stelle hasse ich. Die ist einfach nur scheiße. Musst du wirklich viel Speed aufbauen, sonst kommst du nie rüber. Alles ausreden, Zweifel, ist einfach nur schwer für dich und dann willst du nicht mehr. Weichei hier. Hey, ich hab's doch geschafft, sogar zweimal schon. Moment, ich hab's auch gleich. Ja, ich behaupte, ich hab's gleich. 3 Stunden später. Dieser Pfad ist so unterhaltsam. Klar ist unterhaltsam, man kann alles vorspulen. Dabei ist wenn so 1 Stunde lang. 10 Zwert, so 10 Minuten. 10 Zwert ist hier von gar nichts, nur wie ich den Stern kriege einmal vielleicht. Ja. Ist der Weg zu Bowser wenigstens einfach? Relativ. Da geht's nochmal so gedrehte Blöcke am Ende, dann passt das schon. Gedrehte Blöcke, bevor man zu Bowser kommt. Ja, dann musst du Wandsprung drauf machen. Ach, auch noch schön. Das muss doch noch kommen. Wir nehmen einfach mal die brüchigsten Blöcke der Welt, die bei jedem bisschen Wandsprung kaputt gehen und lassen den Spieler da einen Wandsprung machen. Ja. Und da ist auch noch Feuer dabei. Das ist sonst so einfach wäre. Oh Gott, ich brauche TRS-Input. TRS.
Erst einmal mit TS machen wir Project 64. Ah, komm schon! Du warst dran! Oh Mann, was war das denn? Warum niederte das... Mann... Schade, dass es keine Reruns gibt. Och Mann. Nochmal zu einer Frage, was findest du einfach? Die Folgestelle, wo du einfach da hoch musst im Loch oder das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich länger gebraucht habe. Ich würde sagen, das, was ich im Endeffekt jetzt länger brauchen werde, aber ich habe halt leider gerade keine Ahnung, was ich länger brauche. Okay, wir können mal nach dem Part gucken. Wie lange du brauchst, dass wir bereitstellen. Am Ende sieht das so aus, dass du den ganzen Part einfach nur diese rote Münze holst. Nebenbei, ich denke, ich habe eine Idee, was man hier machen muss. Welche denn? Das zum Beispiel. Okay. Nee, also ich glaube, wenn du kurz den Boden berührst, bevor du runterfallst, bist du schneller. Okay. Stimmt's. Also keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Ah, die Logik halt. Ja, du hast recht, da kommt echt viel leichter dran. Nein, das war die Geschwindigkeit. Ach Mann. Also gut, komm schon, auf geht's. Und das ohne Stasis, ne? Ja, genau. Das kommt dann nächstes Jahr von dir. Klar. Replay Super Mario 64 Extreme ohne Save States, 100%. Weil ich auch für sowas Zeit habe, ne? Ja. Ah, zu früh A gedrückt. Schon wieder zu früh A gedrückt. Der Skype-Call geht schon fast 3 Stunden lang. Jawoll! Man könnte sich sicherlich fragen, ob du nichts Besseres zu tun hast, als hier zuzuschauen. Nein, das ist lustig. Also du findest es lustig, zu sehen, wie Leute leiden? Ja. Gott. Du Bastard. Es geht aber gar nicht klar hier. Manchmal, ey. Ja, jetzt sind wir eigentlich mit jeder Welt durch, mit Smalltalk und so. Ja, leider. Jetzt geht das Gesprächsstoff aus. Ja, Dobo konnte ja wieder über die Stelle hier reden. Und Mario springt und Mario fällt. Ich finde aus dieser Stelle. Schlecht. Ja, ich auch. Okay, das war's. Wir können doch mal Lackmüllers Nettigkeit diskutieren, aber naja, das haben wir auch schon oft genug gemacht. Hast du schon oft genug gemacht? Mit dir selber? Ich nehme mal F7. Ja, dankeschön. Es ist richtig. Ah! Yeah! Sieg! Ja. Das ist geschafft. Jetzt darfst du nicht mehr Feuer für Safe daten. Was war das? Drück noch B hinterher, vielleicht. Ein Hechter. Oh, tatsächlich. Das sind Ideen, auf die würde ich nie kommen, ehrlich. B-Drücken ist so kompliziert. Das müsste man noch nicht irgendwie... Ja, also genau so. So. Yeah. Jetzt musst du da hoch zur roten Münze. So neben dir. Kein Problem, das ist immerhin geschafft jetzt hier. Jetzt kommt nichts Schweres mehr, glaube ich. Ja, es kommt nur mal richtig einfache Blödsinn. Ja genau, Mario, lauf gegen die Wand. Moment, wie mache ich das eigentlich jetzt? Ballsprung.
Okay. Ah, ja genau, die richtige Wand war das. Ups, das war nicht ganz richtig. Diese große Münze hast du echt ein bisschen lange gebraucht, glaube ich. Genau, triff doppelt. Triff einfach doppelt, ne? Okay, ja, anders da. Ich lass mich... Stopp, warte, das ist Feuer, das umbringt. Warte, das kann ich leider nicht machen jetzt dagegen, dass ich das... Stopp, das ist die Idee, halte ich fest, genau, das hat mir doch gerade ganz... Das war gut. Das dreht sich trotzdem. Mist. Ich würde es gleich schon fast sagen, das verkackt. Ne, doch nicht, das ist nicht verkackt. Ja, was mache ich jetzt hier? Einfach wieder runtergehen auf den Block, oder was? Hochspringen. Weil ich kann von hier schon weiter hochkommen? Ja. Dann bist du da, wo du vorher gecheatet hast. Okay, das geht. Slow Motion. Wie das zweimal einfach trifft so. Ja, das ist ganz dreist. Zur Not kannst du noch in Toast reingehen, das Ball wegmachen. Er fällt da einfach so immer dauernd fast runter. Ich finde das schlimm. Das Feuer denkt sich ja doppelt hält besser. Ah! Ja, und da hast du dich voll reingeschiedert. Also eigentlich total unnützlich. Außer du willst eventuell als THSer schneller zu Bowser. Ja. Oh Gott, meine Hand. Jetzt lass mir die restlichen 10 Münzen holen. Hey. Das gibt noch Spaß. Egal, ich habe das Schwerste geschafft, ich bin froh. Das sage ich, ja. Denke ich mal. Du hast doch das Schwerste geschafft. Okay, was mache ich jetzt hier zuerst? Ah, da muss ich... Ah, okay. Das habe ich leider schon mal in einem THS-Video gesehen. Das war das, wo der Kerl irgendwie die zweite Welt genutzt hat, um zu Bowser zu kommen. Okay. Ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst. Sonic Packer oder so ähnlich? Ja, Sonic Packer. Okay. Warum heißt man so, ehrlich? Wieso heißt man Zielchen LP? Ja, weil man dumm ist. Ich hoffe, der guckt es nicht. Er weiß, dass das lieb gemeint ist. Ich habe mir schon mal gefragt, ob es schlimm ist, dass ich ihn dauernd irgendwie disse. Er meinte, okay. Ist okay. Ja, wir haben doch alle lieben Stein. Ich glaube, das ist richtig. Aber mal, ich nehme jetzt den 68. Slot. Viel Spaß mit der 9. Die 9 will ich nicht nehmen. Das ist mein heiliger Safe State, der die letzte Welt hat. Du bist schon längst in der letzten Welt. Ja, aber das ist der Gecheatete. Ach so. Der ist cooler, oder was? Ich darf jetzt schon wieder runtergehen? Ja. Super. Die rote Münze ist sinnlos. Ja, okay. Damit kann ich leben. Ich bin ehrlich. Ups. Rein theoretisch brauchst du das hier nicht einmal. Jetzt die rote Münze ein bisschen weiter nach vorne geben müssen, damit du ganz schön, also ganz runter müsstest. Also das wäre dann jetzt echt schon sau fies. Aber ja, das stimmt, das hätte er machen können. Ja. Okay. Und jetzt? Dasselbe nochmal, oder was? Ja, diesmal den Bogen lang. Ach so, verstehe, aber ich habe da keine rote Münze vergessen oder so. Müsste bisher noch nicht. Nee, 5 hast du. Solltest du bis jetzt Idee haben. Ja, okay, ich sehe auch keine da hinten. Warte, ich habe die können doch. Ach nein, warte, das ist eine andere Welt, das ist im Grunde war leer. Das ist die bloße Welt. Ja, klar, genau, also der okay. Das war die zweite. Ja, Die Bombe ist gleich davor. Ja, hab's auch gesehen. Ich habe mich nur gerade gewundert, warum ich die Bombe gesehen habe. Okay.
Und 3 Stunden Call und so. Wir telefonieren am Nachteil des Tages. Toll, jetzt bin ich mitten drin wieder. Super. Ja, die Mitte ist immer gut, ne? Weil jetzt ist nichts wirklich. In diesem einen Falle dann doch nicht ganz. Die goldene Mitte. Jetzt die tödliche Mitte. Sie war schon mal golden. Das muss man leider gesagt haben. Wir haben es ja gleich geschafft. Ja. Dann darfst du dich im Mooslevel vergnügen. Nach Stern suchen gehen. Okay. Und immer wieder zum Mooslevel hinlaufen. Es wird bestimmt auch ein großer Spaß werden. Weil du immer wieder auf der zweiten Oberwelt rauskommst. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Ist einfach so. Hätte er das nicht beenden können? Hat der schon keine Lust? Es gibt ihm das Können, also ob er es wusste, wie es geht oder ob er zu faul war. Das könnt ihr uns ja in den Kommentaren schreiben, falls ihr es noch sieht. Eh nicht, er spult doch wahrscheinlich sowieso nur vor. So, hat einen Stern, okay. Okay, da hat er den Stern so geholt, dieser Cheater. Da hat er den Stern so geholt. Ja. Ich sehe da schon wieder was Grünes an diesem Stern da unten. Der faule Kerl da. Textur riecht nicht richtig aus hier. Ich mal es grün lassen. Warum ist es grün war? Grün ist auch eine Farbe. Ich komm da nicht rüber. Das ist ein Problem. Ich könnte das auch mal die Kamera drehen vielleicht. Ich wollte die Stein probieren, einfach so aus Spaß. Vielleicht drehst du die Kamera mal ein bisschen drauf, damit du vielleicht bessere Sicht hast. Ja, okay, das war eine gute Idee, denke ich mal. Ja, ich muss von da oben... Und so... Nee, den ist immer gut. Ja, okay, das ist leider wahr. Ach komm, ey. Das kann doch nicht so schwer sein. Die Bombe, die wartet, das wird chillig auf dich. Und dance rum. Ja, man müsste diesen Bomben hier wirklich individuelle Texte geben, ey. Ja. Die müssten dann einfach dann wieder so richtig böse beschimpfen. Skillux kannst du sicher. Ja, was der kann. Ich kann alles. Sag mal, das ist doch nicht möglich. Ja genau, geh da drauf. Es kann doch nicht so schwer sein. Hallo, rüber da. Ach, komm schon. Auch die leichten Dinge sind schwer im Leben. Wir können schwer sein. Das ist doch echt nicht so schwer jetzt hier. Ach komm. Das ist wirklich nur noch ein einziges Mal rübergehen und dann... Es ist schwerer, es ist... Ah, jetzt hast du... Nein, noch nicht. Die Spannung ist ja voll toll. Oh, das ist geschafft. Oder nicht? Okay, aber ich denke, ich habe jetzt eine Idee, wie das geht. Okay, ich denke, ich habe jetzt eine wunderschöne Idee, wie ich das hier machen muss.
Wir sind auch irgendwie. Das auch die Tarnung. Das spaltet die 750 da oben stehen rechts. Jawohl, das ist bestimmt ganz toll dann. Dann fühlt man sich bestimmt wie ein Held. Ja, genau. Ich sollte vielleicht nicht versuchen, direkt dann runterzuspringen. Ja. Du fliegst jetzt schnell einfach mal lange gebracht. Na, komm Sicht, ey. Ah, ist die rote Münze, die du von oben gesehen hast? Von unten, meine ich. Was? Achso, die, ich hab's gesehen, ja, ich seh die schon. Ah! Ja. Jo, abracadabra. Ja, Pokémon. Simsala und Bim fehlt immer noch. Ja. Wird's aber wahrscheinlich nicht geben. Schade. Schade. Okay, also die war jetzt einfach. Für ja, die war putzig. First 3. Die erste Münze, die du First 3 geschafft hast. Okay, wo muss ich jetzt hin? Einfach aufs Dach oder was? Einfach aufs Dach schießen, einfach aufs Dach ballern. Wow, sogar geschafft. Und hier sind zwischen den Kristallen ein paar rote Münzen. Hier ist es aussieht nicht. Was ist das da hinten? Das gefällt mir nicht. Eine rote Münze. Da auch eine rote Münze. Hä? Du musst einfach... Hä? Ja, holen, dann wird sprungig aufs Dach und dann hoch. Okay. Wie schwer, die schaffst du nicht First Try. Ist auch noch eine hier. Ja, die sind so verteilt rum ums Gebäude. Bin ich eigentlich hier? Ach so. Chuck yes. Okay. Jetzt darfst du irgendwie wieder hochkommen, irgendwie. Obwohl ich nicht mal weiß, wann ich wieder hochkommt. Echt, das geht schon irgendwie. Ab dem Zeitpunkt war ich verwirrt in meinem Let's Play. Ich wäre diese Spiel die ganze Zeit schon verwirrt, wenn ich dich nicht hätte. Ich war hier verwirrt. Ich hab's nicht verstanden. Dann habe ich irgendwie nach der letzten roten Münze gesucht. Ah, meine Güte. Ich verstehe schon, wie ich das machen muss, aber ich krieg's nicht hin. Du sollst nicht runterspringen. Das Türmchen. Immer schon fast alle roten Münzen. Und kurz einen Chuck gesehen, der sich da selbst umgebracht hat. Was? Wieder einen Chuck gesehen, der sich selbst umgebracht hat. Achso. Selbstmord ist Prinzip. Keine Lösung. Wie die wohl so. Obwohl es ist auch eine Lösung irgendwo. Keine gute. Ja. Ah, komm schon. Ah, gleich geschafft. Dankeschön. Okay. Da hätte so eine rote Münze. Ja. Ich weiß nicht, ob man von hier wieder hochkommt. Ich bin runtergesprungen irgendwo. Wo bin ich hier? Irgendwo. Okay. Ab dem Zeitpunkt war ich verwirrt, wenn er hochkommt. Wieder. Ja, keine Ahnung, was soll man sonst da machen, aber wieder was, ne, keine Ahnung, wie soll man da wieder hinkommen dann. Ich bin einfach wieder runtergesprungen, hochgelaufen. Das geht vielleicht einen anderen Weg. Ich war zu voll, mir einen anderen Weg zu suchen.
Okay, 7. Warte, ist da noch eine rote Münze da üben? Nein, sieht nicht so aus. Nope. Ist die vierte, ne? Ja, dann weiß ich, wo die Rest... Okay, du hast keine verpasst. Ich weiß, wo alles sind jetzt. Wo die restlichen sind dann. Die sind so toll platziert, ne? Ja. Ach echt, das ist die vierte, wow. Okay, wie komme ich jetzt wieder runter? Willst du rennen anfangen? Ich bin einfach da hinten hingesprungen und dann war ich irgendwo. Hier? Nicht da. Nicht da. Mit Weitsprung einfach. Nein, in andere Richtung. Einfach da ganz weit weg. Dann war ich da wieder. Oh. Okay. Es gibt 100%ig einen anderen Weg, wie du da hochkommst, aber ich war zu voll, mir zu suchen. Okay. Und jetzt außer bist du auch zu voll, denen zu suchen, oder? Ja, bin ich. Okay. So, cheaten. Wow. Das ist halt relativ einfach eigentlich sogar. Ja. Du musst dich nur richtig hinstellen und da musst du nach vorne drücken, dann klappt das ganz einfach. Einfach mal hier alle Tricks machen und dann wird voll alt aussehen lassen. Ja, da hast du es gesehen hier, ja. Gewonnen habe ich hier, ne, gegen dich. Yeah. Da hat er Pech gehabt hier, mit seinen heimtypischen Level. Ach Gott, nein, die stand euch auch schon wieder mal hier. Vor allem Luck Millard findet es schon doof, dass sie die Box, also die Kiste, die Metallkiste dann unten dort hingesetzt hat, damit er mit Sprung runterspringen kann. Das finde ich schon doof, weil das eigentlich anders gedacht war. Aber du hast noch weiter einen Cheat gefunden, wie es noch schneller geht. Warte, was soll ich da unten eigentlich machen? Was meinst du? Warte, was habe ich da unten gecheatet, was anders war? Die Metallkiste da unten ist, ne? Ja. Luck Millard hat mal gemeint in dem Kommentar, er wollte die Kiste gar nicht platzieren, weil sonst wäre es nicht möglich gewesen. Eigentlich soll man damit über das gespaceden Walljumps dahin gehen. Und wegen der Metallkiste kann man damit sprungig einfach rum. Das ist dann nicht gedacht. Ja, du gehst noch einen Schritt weiter, du gehst noch mehr Cheatwege. Ja, das also mache ich immer. Seiner Meinung nach ist es auf die Box springen schon Cheat-Ding. Und du gehst noch einen Schritt weiter. Ich kann's halt, ne? Ja. Ah, Himmel, Herrgott Sakra. Diese Stelle. Die letzten drei Welten haben die nochmal das Let's Play in Länge gezogen. Ja. So viele Welt 4 Stunden, obwohl die nur 3 Stunden geht. Und okay, nur 3 Stunden Anführungsstrich natürlich. Okay, soweit ist gut. So, okay. Ist 1. April, oh mein Gott. Jawohl, ich muss gleich meinen Kanalhintergrund ändern. Ja, yeah. Ich habe extra von Waffles und Toll Kanalhintergrund gemacht bekommen für April. Den 1. April für den ganzen April? Für den 1. April. Okay. Sieht wunderschön aus. Den darfst du gleich bewundern, wenn ich den roten Münzstein hier habe. Super, ist das ein verarscht oder dein Hintergrund oder was? Er meinte mal, ich mache den Hintergrund und dann stand das und das sieht... ja, du wirst es sehen. Okay. Aber sie Paint gemacht? Paint, keine Ahnung mit was es gemacht. Kann auch mit Photoshop gewesen sein. Okay. Also natürlich vollkommen legal die Version geholt. Ja. Die 1000 Euro ausgegeben. Ah, Mann ey. Mit Paint ist immer das Beste, was man in der Grund macht. Ich muss sagen, ich mag diese Stelle irgendwie nicht. Ja. Ist ein bisschen glitschig irgendwie. Die ist ebenbürtig mit der von vorhin mit den roten Münzen. Okay. Like a boss. Scheiß auf den Schaden. Einfach nur ganz egal. Einfach egal. Außerdem sieht das LKP cool aus. Ja, und die Guy hier. Ja. Wo, oh, ja, Mann. Und da oben ist dann halt der Bowser, den ich gerade gesehen habe.
Eine rote Münze müsste noch zwischen Kristallen sein. Ja, okay. Ich finde die schon hier. Notfalls mache ich hier, da, okay, da vorne. Ist auch so schwer, schaffst du den First Try. Oh, schwer. Oh. Okay, also die ist einfach. Wobei, nein, die hebe ich mir auf. Ja. Ich weiß nicht, vergessen, also die sechste hier, 7 und 8, also 2 fehlen noch. Ja, die, also die andere war ja an der Seite, wo auch die andere rote Münze war. Und nicht geholt hast noch. Und die andere rote Münze ist... Ups. Renn mal rum, dann sag ich dir, wo sie ist. Das ist ein bisschen los, so nicht. Da nehme ich hier, da, hier, stopp. Am Ende dieses Türm, ja, dieses langen Teil, was da rausragt. Du bist falsch. Ihr schafft mich mal da gerade vorwärts, ne? Ich kann hier stehen. Jetzt mich hier, genau. Am Ende dieses Teils da. Dieser Wand. Das ist kein Turm. Deswegen kann ich nicht Turm verwenden. Was ist das? Ein Häuschen? Das ist eine Einbuchtung. Ja. Und diese rote Münze nicht gefunden gehabt. Habe ich voll lange gesucht danach. Kann ich mir vorstellen. Ja, da fehlt mir immer noch eine. Wo ist die? Die ist, bei der anderen roten Münze. Also, der Stern spawnt. Okay. Du den schon gesehen hast. Und nicht geholt hast. Ja klar, ich muss mir noch eine aufheben. Hier eine Einfahrung hier. Ja, da müsste es wieder hochkommen zum Start. Ja, nicht zum Start, sondern einfach zum Dach. Und da geht's einfach direkt so rüber, auch okay. Du musst vielleicht aufpassen, dass ich die Münze da oben hinten da nicht einsammle. Ja, du näherst dich der Münze, die will dich, die lächelt, die glänzt dich schon an. Hängt das so teilweise in der Wand? Nein. Wir tun es schaffen, die Münze nicht einzusammeln. Ja. Ach, sehr schön. So, wo ist die eine Münze noch? Hier an der Seite, vor dir. Nicht hier. Bisschen weiter. Oh da. Gott, ich sehe es schon. Ja, wir haben das gleich hier. Gleich haben wir die eigentlichen 100% dieses Spiels, die früher 100% bedeutet haben. 100% das nicht, du brauchst 100% ich glaube, früher 150. hätte das 100% bedeutet. Nein, da geht's 150. Im frühen Spiel gab's ein 51, ne? Ja, gut. Oh, ich kann sogar stehen. Ja. Okay, also das hätte noch ruhig Rutsche sein können. Ja, billig. Hätte auch Treibsand sein können, wenn wir Wandsprung da holen können. Ja, genau. Aber komm, es ist gut. Er weiß, es alles noch hätte schwerer sein können. Ja. Auch mit der Stunde komme ich gut hin. Eine Stunde, 3 Minuten. Yay, für die Münzen. 150 Sterne, juhu. Applaus. Das kann man da in dich gleich reingehen, aber das ist keine Ahnung, ob das immer machen kann. Kommt auf meinen Computer, ob das sagt, ich habe noch Speicher. Okay. Die Heimwelt kommt dann demnächst noch. Also dann, tschüss. Ciao.